Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Parkinson Journals. Heute möchte ich Ihnen einen ganz besonderen Menschen, den Südafrikaner John Pepper, vorstellen. Bei John Pepper wurde 1992 Parkinson diagnostiziert. Nach Jahren voller Unsicherheit und Zweifel, in denen er nach Wegen suchte, die Symptome dieser fortschreitenden, degenerativen Krankheit zu lindern, würde heute keiner mehr vermuten, dass er je von diesem furchtbaren Gebrechen befallen war. John Pepper ist davon überzeugt, dass dies an seiner bewussten Konzentration auf einzelne Bewegungsabläufe liegt und wird mit seinen über 80 Jahren nicht müde, an Parkinson-Erkrankte von seinem Weg mit der Krankheit umzugehen, zu überzeugen. Ohne etwas über seine Krankheit zu wissen, begann Johns Parkinson-Reise 1963, kurz bevor er seine Druckerei gründete. Sein Geschäft wuchs und er zog mit seiner Familie von Kimberley nach Springs in der Nähe von Johannesburg. Seine Symptome verschlimmerten sich. Langsam, aber keines dieser Symptome hätte speziell auf Parkinson hinweisen können. Erst als er zu schlurfen begann, merkte sein Hausarzt, was mit ihm geschah. Und im Jahre 1992 verordnete ihm dann sein Neurologe die üblichen Medikamente. Aber seine Symptome verschlimmerten sich weiter. 1994 hörte er auf, ins Fitnessstudio zu gehen und schloss sich stattdessen Walk for Life an. Er fühlte sich sehr niedergeschlagen und wollte eigentlich nur seiner Frau, die zu seiner völligen Überraschung ebenfalls mit dem Laufen begann, einen Gefallen tun. Seine Symptome begannen sich zu bessern, während er gleichzeitig immer schneller gehen konnte. Die damit einhergehenden Veränderungen offenbarten sich zuerst nur Dritten. So traf er zum Beispiel 1997 einen Manager seiner Druckerei, der ihn von oben bis unten ansah und zu ihm sagte: "Du siehst aber sehr gut aus, John." Und erst dann merkten er und seine Familie erstmals, dass es ihm tatsächlich viel besser ging. Und hier ist Johns Walking Story und wie er es schaffte, die meisten seiner Symptome zu überwinden. Das ist John, wie er zum Zeitpunkt der Diagnose ging. Achten Sie auf seine Haltung, seinen schlurfenden Gang und seinen rechten Arm, der nicht mitschwingt. Sicherlich fällt Ihnen auch sein leerer Gesichtsausdruck auf. Hier erkennt man zwar Johns verbesserte Haltung und auch die Veränderung seines Gesichtsausdrucks, aber seine Beine sind immer noch in den Knien gebeugt und die Schritte sind recht kurz. Gut zu erkennen, seine Arme schwingen immer noch nicht richtig. 1999 bremste ihn eine Rückenoperation aus, aber sie gab ihm auch die Gelegenheit, genauer zu untersuchen, was ihn denn am richtigen Gehen hinderte. Er stellte nämlich fest, dass sein linker Fuß sein Körpergewicht nicht vollständig trägt und deshalb sein rechtes Bein vorzeitig auf den Boden trifft. Das sieht dann so aus, als würde er humpeln. Er versuchte nun, sein Körpergewicht bewusst auf den Zehen seines linken Fußes zu tragen und es funktionierte sofort. Beachten Sie, dass sich sein rechtes Bein dabei aufrichten und einen vollen Schritt machen kann und dass dadurch sein Hinken verschwindet. Nur seine Arme schwingen immer noch nicht. John erkannte, dass Bewegungsabläufe, die unbewusst nicht mehr funktionierten, durch bewusstes Handeln und durch Konzentration nach wie vor korrekt ausgeführt werden konnten. Sein Gang wird flüssig und seine Arme schwingen wieder mit. Umgekehrt gilt, wenn er von irgendetwas abgelenkt wird, verkürzt sich sein Schritt und er beginnt zu schlurfen. Stellt er seine Konzentration wieder her, korrigiert sich sein Gang.
Heute geht John dreimal pro Woche eine Stunde lang in diesem anspruchsvollen Tempo. Er ist jetzt 81 Jahre alt, bei guter Gesundheit und zeigt Patienten auf der ganzen Welt, wie sie ihre Bewegungen bewusst kontrollieren können. Hier ein anderes Beispiel. John versucht, ein Glas Wasser zu trinken, aber sein Zittern macht es ihm fast unmöglich. Er zwingt sich dazu, das Glas in einer ungewohnten Haltung, also bewusst, zu greifen, und das Trinken gelingt ihm, ohne etwas zu verschütten. Wenn John etwas in Schreibschrift schreibt, ist es nicht sehr gut lesbar. Die Schrift wird immer kleiner und hört irgendwann ganz auf. Schreiben in Blockschrift erfordert zwar mehr Konzentration, aber es löst damit das Problem, das ihm in seiner Druckerei wegen unleserlicher Schrift manchen Ärger mit Kunden eingebracht hat. Mit genügend Konzentration gelingt schon auch die Schreibschrift. Aber das dauert ihm dann doch zu lange und er zieht deshalb die Blockschrift vor. Ein anderes Beispiel. John bringt nur mit Mühe einen Löffel zum Mund. Besser geht es, wenn er den Löffel einfach anders hält. Während seiner Erkrankung lernte er in Öl und Acryl zu malen und entwickelte trotz seiner Einschränkungen bemerkenswerte Fertigkeiten. Ein schönes Beispiel dafür ist dieses Bild. Gerade weil es sehr feine Linien erforderte und er sich sehr stark darauf konzentrieren musste, den Pinsel ruhig zu halten. Man sollte kaum glauben, dass er selbst als gesunder, junger Mensch kaum in der Lage war, eine gerade Linie zu zeichnen. Im Jahr 2002 schrieb John ein Buch über seine Parkinson-Geschichte. Er veröffentlichte es im Selbstverlag, denn weder die Ärzteschaft noch die Fachpresse waren an seinen Erkenntnissen interessiert und daran hat sich leider bis heute nichts geändert. Schon 1997 begann er seinen Mitpatienten das richtige Gehen beizubringen und tut dies engagiert bis heute. So reist er mit über 80 Jahren um die Welt und verbreitet seine Botschaft, zuletzt in England, den Niederlanden, Australien, Neuseeland, USA und Kanada. Er will möglichst vielen Menschen aufzeigen, wie sie ihre Symptome überwinden können. Für diese Vorträge verlangt er übrigens keine Gebühren. Er bittet lediglich um Spenden für Reisekosten ins Ausland. Dort wird er dann meist von Mitpatienten oder eben deren Familien empfangen. Trotz des Todes seiner Frau im Jahr 2011 hat er seine Mission fortgesetzt und ist bis heute bei bester Gesundheit geblieben. 2014 hat er wieder geheiratet und lebt glücklich mit seiner Ehefrau Jeanette in ihrem neuen Zuhause in Kapstadt. Hat Ihnen dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über ein Like. Wenn Sie weitere Videos von mir sehen wollen, insbesondere neue, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Kanal. Bis dann!